Das ist eine grüne Pfirsichblattlaus. Und zwar gibt es da verschiedene Varianten. Das ist jetzt eine mit Flügel und wahrscheinlich ein Weibli. Sie gilt eben leider als Schädling, weil sie tut Virus übertragen auf Pflanzen. Vor allem bei Gemüse. Hier bei unserer Region vor allem bei Zuckerrüben. Und sie ist wirklich sehr klein, sie ist etwa 2 mm gross. Das wäre eigentlich der Feind von ihr. Der würde sie eigentlich fressen, wenn er sie verwünschen würde. Es ist ein nierenfleckiger Kugelmarienkäfer. Nur 4 bis 5 mm lang. Und das ist einfach ein schönes Bild. Es ist die Larve von Dolabrata. Wie heisst sie ganz genau? Die langhaarige Dolchwanze. Ja, also sie hat weder lange Haare, noch hat sie einen Dolch. Sie hat einfach eine Saugrüssel. Was wir schon zwei, drei Mal haben können beobachten, ist, dass bei diesen Weichwanzen, das ist eine Weichwanze, gell? Ja. Das Männchen etwa beim Weibli ist. Ich weiss nicht, ob es das Männchen einfach bewachen tut. Natürlich hat er auch Hunger, das ist das Männchen hier. Der ist schon ein bisschen haarig, schau. Ja. Ein bisschen schon. Mal, er hat ein, zwei Haare. Ja, man sieht, er hat so Flum, he? Mhm. Jetzt, er tut nicht zugen, sie tut zugen. Und er tut bewachen. Ich nehme an, er tut einfach dafür sorgen, dass kein Rival in ihre Nähe kommt. Da haben wir eine von oben. Das ist eben ihre Lieblingsspeise, sie suchen gerne Ähre. Also Gras, hä? Ja, Gras, Ähre, ja. Und bei ihr hier sieht man, die ist hochschwanger. Weiss man, wie viele Eier das die legen? Nein, das weiss ich nicht. Ich weiss nur, dass sie etwa 9,5 mm gross sind. Hier sehen wir sehr schön, Madame Dolabrata hat es demonstriert. Sie hat einen Schaft und ein ganz feines Rüsseli. Und jetzt tut sie das feine Rüsseli in den Schaft rein. Und dann tut sie den Schaft ganz fest durchstrecken. So, dass er knittenfrei ist. Weil wenn er so kleine Falten drin hat, dann würde er beim Stechen würde es dann umbiegen. Und hier sehen wir jetzt, das Rüsseli ist in diesem Schaft drin. Jetzt probiert sie hier den Grassamen anzustechen. Also stechen. Das Rüsseli in einen kleinen Spalt hineinstossen. Offenbar hat sie ein Löchli gefunden. Das war nicht ganz gut gesehen. Was man auch schön sieht, ist der Schaft, wie er sich tut, unter dem Kinn zusammenlegen. Ja, jetzt muss er sich noch mal überlegen. Ganz gut nachdenken. Okay. Ja, sie muss auch probieren. Das ist schon sehr schwierig. Ja, ja. Die Augen so hoch oben und dann kriegst du. Die sehen ja nicht stereo, denke ich. Die sehen nur immer mit einem Auge. Da sieht man schön den Schaft, wie er sich unter dem Kinn oder unter dem Kopf zusammenfalten. Jetzt hat er drei Gelenke. Hey, jetzt ist gut. Nein. Doch. Oh, lass da.
bis ganz oben. Und dann muss sie aufpassen, dass sie immer ganz gerade tut, das Rüssel runterstossen, weil sonst tut sie es verbiegen. Und nachher, wenn es knickt und wenn das kaputt ist, dann tut sie natürlich verhungern. Also, sie hat ja nur eines von diesen Dingen, da muss sie ja vorsichtig sein. Aber sie hat uns das mit sehr viel Geduld hat uns das vorgeführt. Auf jeden Fall hat sie sich durch uns nicht stören. Nein. Es verbiegt es fast. Ein Grat, Grat stechen, Grat. Da sehen wir ein Halmwespe. Sie gehören zu den Pflanzenwespe. Aber ich konnte sie nicht bestimmen. Auf alle Fälle ist Paarungssaison. Und wir sehen hier gut, das Männchen fragt eigentlich nicht gross, sondern es will gerade zur Sache. Aber das Weibli sagt nein. Kein. Was willst du sagen? Sie hat gesagt, kein Interesse. Ja. Also sie können durchaus Nein sagen, indem sie einfach ihr Hinterteil verschliessen können oder nicht vorgeben. Oder ich weiß auch nicht, wie es ganz genau funktioniert. Vielleicht können wir da irgendwann noch eine bessere Makroaufnahme machen, ein bisschen nachher her. Aber hier geht es natürlich nicht. Die sind so unruhig. In Europa kennt man etwa 25 Arten von denen. Und einige, habe ich gelesen, sind Schädlinge. Die hier sehen so friedlich aus, ich nehme nicht an, dass das ein Schädling ist. Ja, also er ist ziemlich aggressiv. Ja, ja. Ja. Das Nein kann ich gar nicht verstehen. Was hat der Nationalrat beschlossen? Nein ist Nein oder Ja ist Ja? Oh, Nein ist Nein, habe ich gemeint. Oder echt Ja, muss man sagen. Also auf jeden Fall, bei denen ist das klar. Nein ist Nein. Auch ohne Nationalrat. Ein lauter Frosch geht dann nachher auch fressen. Wie sieht, wir hocken manchmal einfach eine halbe Stunde vor Blümchen und Insekten und die filmen und sehr viel passiert nicht, ausser Nein ist Nein. Oh, jetzt ist sie verleidet. Ja.
Das wär's. Bis später. Bis dann.